sind im Steigflug. Das finde ich übrigens eine geile Funktion, dass man direkt aus dem Nomad erfolgt. In den Tempest kann. Mehr von der Art, das sind auch immer. Please note that it's not an official Witcher Merchandise, it's a fan-made replica. Das klingt ja fast so geil wie die Übersetzung, die ich mal auf der Packung einer Grafikkarte gelesen hatte. Das war aus dem Chinesischen übersetzt, die Rede von einem durch Röhre geleiteten Schwebepunkt-Dreieck-Motor. Wir wollen einmal noch mal kurz gucken. Ich fürchte ja, Aufgabe, Benennung der Töten. Landezone auf Eos, Architektenhülle Eos. Achso, ja. Das ist der Architekt, der hier rumschwirrt. Wir haben noch eine Mission hier, aber keine Ahnung. Und die andere Mission eigentlich auch noch. Ach, verdammt, du musst irgendwie Tab- oder Leertaste drücken, ne? Nein! Anomalie geortet. Hä? Wo? Nein, was? Ich bin nicht wahnsinnig. Wo ist eine Anomalie? Was ist denn hier für eine Anomalie auf einmal? Ist das ein Satellit? Hat er uns in diesem Sektor angepingt? Er sendet einen Anfrage-Antwort-Code der Initiative. Da kennt jemand unsere Technologie in- und auswendig. Führen wir einen Scan durch. Hm. Was zum Teufel war das? Eine Schutzmaßnahme gegen Rückverfolgung? Das Antriebssystem wurde überlastet. Allerdings nicht schnell genug. Ich habe eine Sequenz registriert, die einen Alarm ausgelöst hat? Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Addison melden. Was ist los? Was war das denn jetzt? Dieser Satellit verfolgt ohne Autorisierung Lieferungen der Initiative und weist Notfallabwürfe zu. Die Nexus hat keinen CK-Tracker-Satelliten genehmigt oder eingesetzt. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau, ist Jahre her, aber Deep Blind, irgendwas, Engine. Hä? Sowas gehört auch in die Grafikkarte. Definitiv! Max, du meinst das Parfüm für 50 Euro plus 10 Euro Versand, inklusive Medaillon? Ich weiß nicht, ich hätte mal meine Kaufhistorie durchgesucht. Soll ich dir mal den Zelda posten? Benutzen, verschenken, was? Wir gucken mal in unsere Mails hinein. Nachricht von Axul. Ryder. Von Jal. Ryder, ich habe eine Nachricht von Axul erhalten. Ich leite sie an den Meetingsraum weiter. Sie sollten sie sich ansehen. Von der Nexus gestohlene Ware. Anonymous. Pathfinder Ryder. Anonymous. Anonymous. Warum kann ich dieses Wort nicht aussprechen? Pathfinder Ryder. Ich hatte Vorräte auf die Nexus gelagert, um sie nach Cadera liefern zu lassen. Sie waren für fleißige und benachteiligte Exilanten bestimmt, die einfach nur versuchen zu überleben. Die Initiative hat sie ohne jede Rücksicht auf ihre Zukunft einfach hinausgeworfen. Ganze Familien, von denen viele kaum etwas mit der Revolte zu tun hatten oder die nur gegangen sind, weil sie es nicht ertragen konnten, vor ihren Lebenden getrennt zu sein. Ich konnte mehrere Lieferungen tätigen, bevor sie sich zur Aufgabe gemacht haben, die Pipeline zu schließen. Genug, um ihnen ein wenig Zeit zu verschaffen und ihnen hoffentlich zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe meinen Posten auf der Nexus verlassen und mich diesen unterdrückten Leuten angeschossen. Ich wollte nur, dass sie wissen, dass dies aus Nächstenliebe und Fürsorge geschieht, nicht aus Gier und oder Habsucht. Ich wünsche ihnen viel Glück. Oh, das ist mies. Der ist mies. Sollten wir mal mit Jal reden? Pock. Können wir mit Pock reden? Ah! Pock, du bist süß. Sie haben also Ihr Zeug von der Nexus hierher geschafft? Ja, mein kleines Hausbesetzerparadies ist jetzt noch vollgestopfter. Alles klar, was gibt's? Okay, ich lasse dich in Ruhe. Danke für das Gespräch. Das war ein intensives Gespräch. Danke für das Gespräch, darauf können Sie wetten. Das ist auch... Auf der Tempest ist es auch immer voll am Laggen, ne? Dann gehen wir einfach jetzt mal hier hoch. Jal wird wahrscheinlich eh nie in seinem Zimmer sein, wie immer. Eben habe ich es komplett verschenkt. Als ob ich Frauenschmuck und Parfüm trage. Oh. Und das mit zwei Rockstar-Krassern. Ja, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich wüsste dir das mal gerade. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Nimm mir einmal einen Axul von Direktor Addison. Okay, dann aktivieren wir das mal. Jal, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder.
Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Jol Amadaraf, Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einer Fremden, anstatt Ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen Ihrer Familie zu tragen. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, meine Feinde auch zu Ehren zu machen. Das ist nicht das erste Mal, dass er so etwas zu mir sagt. Während unserer Studienzeit ließ die Moschei uns zusammenarbeiten. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen. Er ist einfach nur neidisch. Und worauf? Auf Sie, weil Sie besser sind als er. Ich sehe auf jeden Fall besser aus. Ja. Axul will, dass wir etwas Platten. Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Ja, wir konnten endlich ein bisschen flirten. Wir haben noch einen Videoanruf, dann gucken wir uns den auch nochmal an. Was ist hier los? Madeleine heißt der Kerl, du bist süßer. Erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Gott, was? Was? Okay, fangen wir mal an, uns sie durchzufragen. Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden? Und trotzdem bezeichnen Sie sie nicht als eine von ihnen? Sie hat mit ihnen sympathisiert. Aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Tan wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf deinem Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust. Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm anzurichten? Habe ich jetzt gerade das gleich nochmal gedrückt? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aber sie haben sie gefördert. Wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Tandy Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln. Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt. Sprich, von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Versand nur 6 Schweizer Franken. Ihr habt ja geile Ideen hier da, ey. Ich seid ja super ernsthaft. Wow, eine Beschreibung beinhaltet genau, wie groß das Medaillon ist und dass keine Kette enthalten ist. Und ich frage mich allerdings, wie hoch der Versand ist. 12.000 Rubel und 3 Kamelle und 25.000 Rupien und ein sibirischer Tiger. Den sibirischen Tiger feiere ich in diesem Kontext sehr. Und Jal, ja. Ja, weil du ein heißer Kerl bist, süßer. Oh ja. Oh ja, wo ist unser Kerlchen eigentlich hier? Petra, möchtest du mit uns reden? Eventuell. Kedera rettet mir echt das Leben. Ich habe ein paar Leuten einige Dinge versprochen, von denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie wirklich auftreiben kann. Aber wie sich rausgestellt hat, kriege ich sie alle auf Kedera. Schon komisch, wie sich manche Dinge entwickeln. Verstoßen Sie gegen irgendwelche Gesetze, indem Sie mit den Exilanten Handel treiben?
Kann ich überhaupt gegen ein Gesetz verstoßen, das noch nicht mal verfasst wurde? Wir stehen am Rande des Abgrunds, Ryder. Ich fange gerne an, mir über Kleinigkeiten Gedanken zu machen, sobald unser Überleben gesichert ist. Sehr gut. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Stimmt, ich hab's auch als Kamele im Kopf gelesen, aber ich wollte Kamelle dazu sagen. Kamelle kennt auch die Dinger, die man Kölner Karneval im Ich stelle mir gerade vor, wie man Kamele durch die Menge wirft. Oh, ich bin leider aus dem Spielkurs rausgegangen, tut mir leid. Ah, wo ist denn Hasi-Pupsi-Jal? Drake hat wahrscheinlich eh nichts zu sagen. Jill ist auch nie hier, Jill ist da, jo. Kara hat sowieso auch nichts zu melden. Da hat nie jemand was zu melden, das ist halt... Wo ist denn... Warte, aber wir haben eine von Liebesquest beendet. Die ist natürlich auch nicht hier. Aber sind die beiden schon wieder in der Küche? Wenn ich mich nicht selbst an... kann man hier rein? Ist eine Scheibe, ne? Ja, scheiße. Warum macht man denn da eine Scheibe rein? So, warum? Wo seid ihr, Jungs? Die Gebäude in Prodromos, typische Menschenhäuser? Wir haben eine ziemlich große Vielfalt, sogar innerhalb unserer Spezies. Ich würde daher nichts als unbedingt typisch bezeichnen. Gut, dann Ihr Haus. Wie sah das Zuhause Ihrer Familie aus? Es könnte sein, dass ich dann weinen muss. Ist das beschämend? Wir weinen zusammen, lachen zusammen. Manchmal streiten wir auch wie Ali. Das klingt wirklich wie zu Hause. Das Wichtige ist Wegzoll. Er geht direkt an Putin. An Rasputin. Eventuell habe ich aktuell das Bedürfnis nach Brustshopping. Eventuell. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich fange auch jetzt mal Kamelle. Hab immer die ganze Garage voll mit dem Viecher. Kühlschrank gleich aus. Dabei geht meistens das meiste Geld flöten. Ja. Blizzard Merchandise. Und jetzt ist die Genji-Statue auch released worden. Das heißt, ich werde sie mir auch noch bestellen. Es gibt so aktuell so einiges, was ich kaufen möchte. Das Schlimme ist, ich rechtfertige alles mit, ich habe bald Geburtstag und möchte mir was schenken. Manchmal muss das sein. Nee, aber nächstes Jahr will ich das auch ein bisschen mit dem Merchandise kaufen, auch ein bisschen wieder runterfahren, weil dieses Jahr, das war einfach ein bisschen exzessiv, würde ich sagen. Pathfinder, Bradley sagt, Prodromos ist wieder auf Kurs. Natürlich. Diese Rokar-Bedrohung hat mich verdammt wütend gemacht. Aber irgendwie habe ich mich dadurch auch gefühlt wie ein... Der hat mich ein bisschen von der Persönlichkeit an Kaidan. Ich habe etwas arrangiert. Auf Eos. Für alle. Es wird Zeit für mich, etwas zurückzugeben, anstatt von Krise zu Krise zu reisen. Sam hat die Nav-Punkte. Ziehen Sie sich was Leichtes an. Der ist immer so... Der möchte immer irgendwelche Partys machen. Ich weiß auch nicht, was mit meinem verdammten Popcorn-Abend, Filmabend geworden ist. Ja? Ernsthaft? Wir haben eine Mission. Ach, die Mission ist auch nicht mehr. Ach, Charlie, kann ich Ihnen noch ein paar? Natürlich. Uli, vielen Dank für den Follow. Wir kommen mal zurück zu Birdies. Okay, belassen wir es da. Nächstes Jahr suche ich mir dann vielleicht einen Nebenjob. Mach das mal. Ich sag's jetzt. Oh no, erinnere mich nicht an die Statuen. Von denen ich noch keine. Ich habe dann vier und vier sind auch erstmal genug. Aber hey. Wenn irgendwer mal eben 6.000 Euro in der Hosentasche hat, kaufe ich doch die lebensgroße Statue von Assassin's Creed. Natürlich. Natürlich. Die ist doch schon vorbestellt. Müssen mal eben das Crew-Info-Board gucken, ob die was Neues. Heißklebepistole, das haben wir auch schon gemacht. Okay. Dann gehen wir nach Eos, würde ich noch sagen. Machen diese eine leicht bekleidete Quest. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja keine... Es gibt ja nicht sowas wie Kleider oder so. Warte mal. Was ist denn überhaupt? Nee, das ist unten, wo ich meine Kleidung wechsle. Also nochmal runter. Eventuell lernt die Desktop-App. Actually. Könnte ich machen, aber ich mag kein Assassin's Creed. Oh, lass mir noch ein Assassin's Creed Tattoo stechen. Kurze Ärmel. Lange Ärmel. Ja. Genau, das habe ich befürchtet. Aber warte mal. Warte mal, was ist das denn hier? Das ist die Panzerung. Autotönung? Echte Tönung. Eigene Tönung.
Kann das eintöten? Okay. ja, das wird so witzig. Okay. Welche Farben passen denn überhaupt nicht so zusammen? Ach so, so geht das. Oh, Türkis ist natürlich auch geil. Ja, aber Orange ist schon sehr gut. Das rötliche ist Orange, damit das schön in den Augen auch brennt. Oh ja, oh ja, oh oh oh. Nee, ich möchte den Ring hier. Oh, ja, ja, ich bin Mediengestalterin, man merkt. Oh, wobei, das ist echt gar nicht mehr so unhässlich. So unhässlich. Ich möchte aber die Farben immer alle ganz intensiv. Was haben wir dann hier? Was ist das? Das sind so die kleinen Details. Die machen wir dann in so. Nee, ein bisschen mehr blau. Bisschen dunkler. Das muss noch ein bisschen blö werden. Jawohl, Musterauswahl. Muster? Wie Muster? Was ändert das denn jetzt? Was? Was gibt es? Oh Mann. Musterfarbe. Cool. So. Das wusstest du nicht, Isa? Nein, ich entdecke solche Funktionen immer. Ich habe das hier entdeckt, aber ich wusste das nicht, dass man das hier anpassen kann. Tatsächlich. Erstmal gucken, was ich morgen so zum Frostschirm finde. Sie macht sich Trollfarben. Natürlich mache ich mich Trollfarben. Nein, aber das Orange ist gar nicht mehr so uncool. Okay, das dauert erstmal. Aber ich habe ja nichts Schickes. Also, nichtsdestotrotz. Ich meine, ich habe eine coole Lederjacke und einen Schal an. Das ist auch total sexy. Ich vermisse ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht mit aufgenommen hat. Ich vermisse das Kleid aus Mass Effect 3. Eindeutig. Also, das ist warum? Musterdreck. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Dann bin ich so, Anomalie geortet. Schon wieder? Was denn jetzt für eine Anomalie? Was ist denn hier los? Warum scannen wir so viele Anomalien hier gerade? Jeder Lacke. Ich habe Lederjacke gesagt, nicht jeder Lacke. Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Ressourcen vom beträchtlichen Wert, die von Tech. Cat Orbitalspeicher. Okay. Anomalie auf den Sensoren. Was ist jetzt noch das hier? Was ist das hier für eine Anomalie? Was ist hier? Ich habe etwas gefunden. Ich bin total baff, warum hier gerade so viele Anomalien sind. Sexy Rider. Anomalie geortet. Mann, danke, Frank. Sag das doch mal. Ach, hier ist das andere. Cool. Mögliche Cat-Vorräte. Genau wie Darkhead es vermutet hatte. Oh mein Gott, wir haben eine Aufgabe beendet. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir eine Aufgabe beenden können. Prodromos. Ay, caramba. Ja, wir ziehen uns schick an und haben ein Schwert dabei. Leite Sinkflug ein. Das ist schön, dass du Sinkflug einleitest. Der Bildschirm ist auch sehr schön. Die ja? Werte passen. Alles ruhig. Das war der einartigste Ladebildschirm, den ich je in diesem Spiel hatte. Wenn du ein richtiges Trollgame hättest machen wollen, hätte dein Charakter Knight Rider heißen müssen. Oh mein Gott. Aber darauf bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich bin, was so Namen und so Texte anbelangt, einfach ein Lowbob. Bah, das sieht so ekelhaft aus. Guck mal, diese Farben sind so intensiv. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ist perfekt. Liam hat in der Nähe etwas markiert. Er sollte dabei sein. Ach so. Scheiße. Verdammt. Warte mal, kann man das hier eben nochmal zusammenstellen? Okay, Vetra, es tut mir leid. Vetra, es tut mir leid. Ich muss den Liam leider dazu. Liam hat in der Nähe etwas markiert. Ach so. Hä? Diese Black Screens irritieren mich immer. Liam, kann das sein, dass ich dich erstmal skillen muss? Also ich weiß nicht, ob wir dich brauchen. So 24, ja, okay. Okay. Schadenradius, direkt Schaden.
Direktschaden, Direktschaden und Stärke. Schaden pro Sekunde. Oh ja, machen wir das auch. Schaden gegen Schilde, Schaden gegen Panzerung. Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß sowieso nicht, was ein Schild und was eine Panzerung ist. Ich glaube, die meisten laufen aber mit einem Schild rum. Sicher bin ich da aber nicht. Kräfteschadenbonus, Schusswaffenbonus und Nahkampfschaden. Das ist einfach nur so. So, ich komme gerade nicht darauf, an was mich die Farben erinnern. An mich erinnern die aber auch an irgendwas, aber ich weiß es auch überhaupt nicht. So, dann gucken wir mal, was der hier für eine Überraschung vorbereitet hat. Prodromos ist bereit. Bah, das ist schon widerwärtig. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Oh mein Gott, spielen wir Fußball? Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Geil. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht. Damals habe ich's nicht kapiert, aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Verans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Mir kommt es so vor wie irgendein Schokoriegel oder so. Es wäre cool, wenn sich das bei den Dialogen äußern würde, ob deine Ansprechpartner das anmerken. Das wäre echt cool, aber das, glaube ich, das Spiel achtet auf sowas leider. Es tut den Leuten gut, mal nicht an all den Mist da draußen zu denken. Es ist mehr. Ich will sie nicht ablenken. Wie auch. Wenn es um Leben und Tod geht, kann man nie ganz abschalten. Aber hier stehen keine Leben auf dem Spiel. Sie sind hier, weil sie es wollen. Einen Schokoriegel? Mir war nie klar, wie wichtig das ist. Vielleicht hören wir ja so auf, Fremde zu sein. Sehen Sie das? Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Gut, dass wir sie haben. Das können Sie laut sagen. Gleichfalls, Ryder. Sie können echt nerven, aber als Pathfinder. Das verdanken wir Ihnen. Na los, wollen wir mitspielen? Auf wen? Klar, der Pathfinder darf doch nicht fehlen. Mal sehen, was sie drauf haben. Nicht viel, ich bin total scheiße. Geil. Hä? Ich finde die Idee, die dahinter steckt, cool. Jetzt ist das Feld auch weg, geil. Also, hä? Was wird, also... Was war das jetzt hier bitte gerade? Mal ehrlich. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch zu sehr an Witcher gewöhnt und zu verwöhnt. Weil in Witcher wäre so eine Szenerie jetzt einfach richtig cool geworden. Also keine Ahnung. Man würde halt die Leute jetzt auch noch... Also das Feld ist jetzt weg. Ich finde Andromeda... schafft es leider überhaupt nicht, Atmosphäre setzen zu können an richtigen Stellen. Also, ich weiß nicht. Ich finde wirklich, manchmal denke ich, ach so, ich finde, mir machen das Kämpfen, die Kämpfe Spaß, aber bei den Quests denke ich mir immer so, das ist so vorbeigeschossen. Also wirklich, man hätte doch jetzt wirklich hingehen sagen können, geil, wir machen eine schöne Musikhinterlegung, wir lassen das Feld im Nachhinein da stehen, wir gehen ein bisschen mehr auf die Dialoge ein. Und dergleichen. Aber nein, das ist so, ja, ich habe hier was kurz aufgebaut, ich habe hier so eine Stange hingesetzt, los, lass uns Fußball spielen. In fünf Minuten ist das Ganze abgehakt. Und bei Witcher würdest du eine halbe Stunde irgendwas machen. Und das finde ich halt so schade. Also es wird so, die Ideen sind gut, aber die Umsetzung von so Quests, das ist halt so wirklich, das wäre halt wirklich so ein Moment. Ich finde, heutzutage ist es in Spielen total wichtig. Also das macht, zumindest für mich ist das wichtig, wenn ein Spiel eine Atmosphäre schaffen kann. Und das ist halt auch das, warum ich Witcher auch so vermisse. Weil Witcher war einfach so, mit der Musik, mit der Umgebung, sie haben einfach gespielt damit. Es konnte nichts passieren, aber du konntest dich einfach dahinstellen und es einfach genießen, an diesem schönen Ort zu sein. Mit einer gewissen Musik. Ich meine, natürlich ist es halt so ein Dürreplanet, das. Aber auch hier kannst du Atmosphäre setzen, wenn du es geschickt machst. Aber 5 Minuten eine Quest hinzuklatschen, die eigentlich eine richtig coole Atmosphäre hätte werden, bilden können, ist wirklich scheiße. Also es regt mich jetzt auch gerade ein bisschen auf. Weil ich wirklich, das ist so.
Es ist so schön gedacht und dann die Umsetzung ist einfach so katastrophal. Eine Augenbewegung. Ovomaltine? Nee, auch nicht, ne? Der Sport ist es aber auch nicht. Aber ich weiß es halt auch nicht. Justin Pibi Sportplatz-Flirt. Ja, wirklich. Eine amerikanische Süßigkeitenmarke mit Schokolade? Nee, Ovo sieht anders aus. Wir wollen das spielen. Gerald im Fußball? Nee, Gerald fährt nur Snowboard. Schon gesehen, Isa? Was? Ich habe das nur letztens mit dem, wo der in New York gesehen ist und Plätze dann im Auto ruft. Gerald fängt schon auf dem Snowboard. Haben sie mal als Gag gemacht. Geil. Gerald kann aber gut kichern. Nein, das habe ich leider nicht gesehen. Verdammt. Ah. Das ist blöd. Nun gut, dann gehen wir aber wieder in die Tempest. Dann war das eine ganz tolle, interessante Quest. Ich finde das wirklich halt einfach schade. Kickern, nicht kichern. Aber vielleicht kann Geralt auch gut kichern. Sind im Steigflug. Wer weiß das schon? Atmosphärenaustritt erfolgt. Wer weiß das schon, ob sie das gut gegangen hat? Ich lass mich doch in Ruhe. Wir machen hier jetzt aber auch Feierabend, Leute, weil ich echt ein bisschen müde bin. John hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Jarl, ich muss mit Ihnen reden. Ryder, ich habe Neuigkeiten über Axul erhalten. Sie sind nicht gut. Besuchen Sie mich bitte in meinem Quartier. Jarl möchte mich sehen. Jarl möchte mich sehen. Los, wir müssen zu Jarl. Ich wollte eigentlich Feierabend machen. Ja, aber wir müssen zu Jarl. Da führt jetzt kein Weg. Jarl. Du weißt doch am besten, wie gefährlich Axul ist. Warum durften Sie mit ihm sprechen? Sie sind keine Kinder mehr. Da wird die Kontrolle schwierig. Ist Axul sein Bruder? Du warst auch nicht anders. Bitte, Jarl. Ich bring sie heim. Alles okay? Drei meiner Geschwister sind jetzt bei den Roker. Oh. Axul hat ihnen seinen Hass auf Aliens eingeimpft. Und ihre Mütter wollen sie zurückhaben. Die Roker lagern bei der Schmiede. Sie ist für viele der Geburtsort unserer Zivilisation. Axul glaubt bestimmt, damit mehr Fanatiker für seine Sache zu gewinnen. Ryder, er hat meine Familie, aber ich kann das nicht alleine. Aber ich bin ein Alien. Ryder, du Arsch. Ist auch nicht nötig. Ich brauche nur Zeit und Ort. Sie zögern nicht. Das liebe ich so an Ihnen. Ich habe einen Kontakt, der die Roker beobachtet. Wir werden uns mit dir treffen. Er liebt was an mir. Ah! Kann man nochmal mit Jarl reden? Jarl. Jarl. Grüß ihn. Ich will endlich. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Natürlich nicht. Bis später, Jarl. Zack, sind wir uninteressant. Und auf einmal sind wir wieder uninteressant. Auf Eier haben wir jetzt auch. Ach, auf Eier. Sag ich schon. Aber auf Hawal haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest. Ja. Ja, bestimmt. Wir haben bestimmt so. Doch, wir haben so Nebenaufgaben noch auf jeden Fall. Ich würde sagen, das machen wir dann wirklich beim nächsten Mal. Wie viel Prozent haben wir jetzt geschafft? Wahrscheinlich nicht viel. Ja, heute sind wir eigentlich nur auf der Gegend, in der Gegend rumgefahren und ja, wir haben, oh mein Gott, wir haben 51%. Wir haben die Hälfte des Spiels geschafft. Nein, ich mag das Spiel, aber so manche Sachen wie diese eine Mission, das enttäuscht mich einfach. Ganz ehrlich, das enttäuscht mich wirklich. Kann ich irgendeine Scheiße noch verkaufen?